Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft auf der PlayStation 5. Heute geht es um ein kleines Mini-Projekt. Ich würde sagen Mini-Projekt. Ich baue an einer Stelle ein kleines Haus. Und zu jeder Folge wird das Haus immer ein kleines bisschen erweitert. Und ich bin jetzt nur in der Höhle gerade, weil ich Holz holen muss. In meiner Kiste war kein Holz mehr. Und ja. Ich meine, letztens im Livestream habe ich erzählt, dass ich die Außenfassade hier bearbeite. Ja, das ist die Außenfassade. Ich habe das hier alles weggehauen und jetzt sieht das so aus. Ich zeige es mal von nah an. Hier sind überall Löcher drin. Ich werde das noch ein bisschen überarbeiten. Das ist halt im Groben gemacht worden. Und ein bisschen verfeinert hier mit Dekoration. Und hier ist halt, ja, wie soll ich mal sagen, dass da Wasser rauskommt. Ja, ich kann es schlecht erklären, weil ich nicht erklären kann. So ein kleiner Wasserfall. Und ja, das hier wird immer ein bisschen verkürzt. Also in den letzten Tagen habe ich es gar nicht verkürzt. Es wird irgendwann noch verkürzt, die Sachen, weil ich die Ranken brauche. Ich habe keine Ranken mehr. Und ich werde irgendwann ein Netherportal eröffnen. Aber ich weiß noch nicht genau, wo ich diesen Netherportal baue. Ganz einfach gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das hinbaue. Und während ich schon hier bin, erkunde ich ein bisschen. Ich habe meine Ortschaften ja auch nicht erkundet so groß. Gibt es hier zufälligerweise die Büsche, die ich suche? Bin immer noch auf der Suche nach einem bestimmten, nach bestimmte Blöcke. Zum Beispiel die Dinger suche ich hier tonnenweise. Ja, was ich mich frage, kann man das da reinplatzieren? Ja, man kann das reinplatzieren und die Lava vernichten. Alles klar. Ja, hier ist anscheinend sehr viel vom Tropfstein, was ich jetzt nicht unbedingt will. Ich möchte lieber, wie heißt das nochmal, ich habe vergessen, diese Pflanzenblöcken, diese Pflanzenblöcken, wo diese, ich glaube Moosblöcke sind das, ach, ich habe keine Ahnung, die bräuchte ich. Ich bin immer noch auf der Suche danach, ich finde es einfach nicht. Oh, das muss ich machen, da muss ich, so. Oh Mann. Das ist blöd. Egal. Okay, ich habe damit nicht mehr gerechnet, dass da alles hier vorne ist. Ist egal. Ich habe es irgendwie verbockt. Ich mache dieses Haus jetzt, wieder mal so hier. Das ist so ein kleines, einfach, es ist am Anfang ein hässliches Haus und hinterher wird das, nimmt das immer mehr Form an. Laut meiner Vorstellung. So, ich würde sagen, Mini-Projekt einfach. So ein kleines Mini-Hausprojekt. Ich baue ein kleines Haus hin, was erst nicht so schön aussieht und immer weiter verschönert wird. So jede Folge. Ist der Plan. Dann nehme ich mal ein bisschen Holz. So. Sand, mir fällt gerade ein, ich habe keinen Sand. Nee, das ist ein bisschen. So. Okay, ich brauche noch mehr. Ja, das Haus wird erstmal nicht so schön aussehen. Es wird, wie ich gesagt habe, immer ein bisschen mehr Form annehmen. Aber nach der Zeit. Am Anfang wird das hässlich sein. Und hinterher, ob das hinterher schön ist, wir kennen ja meine Baukünste. Die sind halt so relativ gut. Ich
sagen, relativ gut. Ich kann nur auf bestimmte Maßen bauen. Ob ihr es gut findet, ist eure Sache. Aber ich bezeichne meine Gebaukünste. Okay, meistens sind die. Es geht, aber manchmal sind sie gut. Dann schlagen wir mal hier rein. Machen wir hier im Prinzip ein Fenster, da ein Fenster, dort, aus dem Fenster. So. So. Kommt hier der ganze Boden raus. So. Mal meine Werkbank mal bauen. So. Dann brauche ich noch eine Tür. Boden. Achso, was mir gerade einfällt. Wie fandet ihr das neue Jahr so? So von jetzt ins neue Jahr. Ich fand das. Ja, bei mir war es so. Es ging. Es ging. Ehrlich gesagt. Eigentlich. Was ich irgendwie blöd fand, ich wurde einfach buchstäblich von einem. Ihr kennt doch bestimmt diese Batterien, die es in Silvester immer gibt. Diese Batterien halt. Da hat jemand in den Batterien einen Böller reingemacht. Und wie mein Glück halt war, ist mir halt eine Batterie, ein Stück der Batterie halt gegen meine Brust geknallt. Und die andere Batterie gegen mein Schienbein. Das ist der Klassiker. Und mir fällt es noch ein. Gegen den Kopf meines Vaters ist es auch noch geknallt. Er hätte es jetzt nicht so unbedingt gefühlt. Ich fand das irgendwie buchstäblich echt scheiße, wie ich. Ja, aber Silvester war irgendwie interessant, was die Leute einfach ausgegeben haben für Feuerwerk. Ja, das ist das Haus, das wird immer schöner gemacht. Aber jetzt kommen wir wieder zu Silvester. Silvester fand ich relativ nice. Wenn ich mich noch dran selbst dran erinnere, lade ich noch Videos hoch später. Oder irgendwann halt. Also wahrscheinlich, wenn die Videos kommen, ist dieses Video, eigentlich die Silvester-Videos, die kommen früher als dieses Video. Ah, jetzt habe ich das hinbekommen. Ja. Was geht, mache ich jetzt? Ich bin zwischendurch hier am Wolle farmen und muss halt zurzeit eine Alternative finden, um meine Spitzhacken zu reparieren und meine Tools generell zu reparieren, weil ich habe einfach wirklich gar keinen Bereich, wo ich sowas machen kann. Ja, die Folge soll auch heute nicht so lang gehen. Aus einem Grund einfach, ich bin irgendwie schlapp. Ich bin müde. Ich bin den ganzen Tag müde. Ich konnte gar nicht schlafen. Es ist Dienstag, der 2.1. Ich muss erst mal überlegen, welche Datum wir haben. Ja, das Video wird wahrscheinlich altbekannt kommen. Wie ihr es kennt. Wie vorher, falls ihr es schon merkt. Immer um, ich glaube, 14 Uhr habe ich das hochgeladen. Ich habe das da ein Alter. Ich weiß nicht mehr, wann ich hochgeladen habe. Ich glaube, 14 Uhr habe ich, glaube ich, hochgeladen immer. Aber egal. Ich habe das halt irgendwann hochgeladen. Die Sachen kommen wieder. Aber langsam. Ich fange nicht sofort wieder an, Videos massiv zu machen. Okay, das ist blöd gelaufen jetzt. Ja. Werde die Videos halt dementsprechend so viel machen, wie ich kann. Ich werde nicht sofort wieder Tausende von Videos machen, gefühlt. Ach nee, das soll ja bleiben. Ja, ich werde nacheinander die Videos machen. Ja, so langsam wieder reinkommen. Ach so, jetzt weiß ich, was passiert ist.
war gerade kurz verwirrt, warum hier ein Loch drin ist. Ich habe hier eine Ecke was hin platziert, glaube ich, damit hier alles eingestürzt ist und ja, weil hier alles eingestürzt ist. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber egal. Das hier, die Außenfassade generell hier wird komplett überarbeitet, ne? Wie hier. Hier wird noch alles fertig gemacht, ein bisschen verschönert an manchen Stellen. Und an der Wand hier generell alles verschönert. Wenn ich die Blöcke habe, die neuen, wenn ich die mal finden sollte, in den Bergen, wie heißt das, diesen bemoosten Stein finde, Blöcke generell finde, kann ich auch hinterher diese, wie heißen die nochmal, Blöcke, ich komme gerade nicht auf den Namen, ja, das ist das Beste, ich komme nicht auf den Namen gerade. Das ist blöd, ich komme gerade nicht darauf. Einmal vergessen. Oh ne, hier kommt das nicht rein. Diese bemoosten Steine, Blöcke. Ich wüsste, wo welche sind, aber ich habe keinen Bock dahin zu latschen. Das ist am anderen Ende der Welt. Ich habe keine Lust dafür nach Hause zu latschen. Die Eimer bleiben hier. Dann gehen wir nach Hause mal. Dann zeige ich euch mal mein Zuhause, mein momentanes Zuhause. Ich werde ja hier hinziehen, wenn es fertig ist. Wenn ich hiermit komplett fertig bin, werde ich ja rüberziehen. Komplett oder teils. Also teilweise. Achso ja, habe ich euch nicht gezeigt. Hier ist so ein kleiner Eingang. Ich bin hier auch noch ein bisschen noch am Bauen. Ich hatte letztens einfach keine Motivation mehr gehabt, das hier fertig zu machen. Das hier wird hier so offen bleiben wahrscheinlich. Oder ich mache das, versiegel es, wie hier. Zum Beispiel hier habe ich es komplett dicht gemacht, die Ecke. Sieht man ja auch hier. Ist komplett künstlich angelegt, diese Ecke hier. Fand das irgendwie, sah irgendwie so ein bisschen blöd aus, dass man hier einfach so rüber gucken konnte auf dieses drauf gekünstliche, künstliches, ja, das ist künstlich drauf gemacht worden. Hier unten sieht man auch, was ich hier alles künstlich gemacht habe. Sieht nicht schön aus. Es wird noch gemacht. Ja. Wir sind zum Rad. Okay. Warum sind das Rad? Ich mal mit. Und die Sachen mal generell mal mit. Ja. Hier geht's lang. So, ich weiß gar nicht, war ich schon hier drin, ja. Und hier, also das hier ist mir, ehrlich gesagt, mir so gut gelungen, die Ecke hier. Das hier, hier sind überall Pilze. Warum spawnen? Ich verstehe nicht, warum die Pilze spawnen überall. Oh mein Gott, hier sind so viele Pilze, die gar nicht hin sollen. Ja, hier kommt man rein. Das hier sieht gut aus, finde ich, aber ich finde, diesen Gang hier sieht irgendwie besser aus. Noch ein bisschen besser. Halt ein bisschen anders gebaut, dieser Gang. Ich glaube, das liegt am Boden auch. Ich habe hier auch Andesit irgendwo an manchen Stellen hingepackt. Hier zum Beispiel ist Andesit, Stein und Pflasterstein. Also Cobblestone, wie man es nennen möchte. Dieser Raum hier ist auch echt schön. Gut geworden. Was ich ehrlich gesagt noch nie wusste in Minecraft, dass Pilze selbst wachsen können. Vor allem diese braunen Pilze. Ich wusste nicht, dass sie selbst wachsen können. Deswegen ist hier alles verseucht voller Pilze. Also die Pilze, da gab es an manchen Stellen schon Pilze, aber die haben sich fortgepflanzt. Die Pilze wachsen da überall, was mich ein bisschen stört. Ich habe jetzt hier schön und gut Pilze, neue, aber das finde ich ein bisschen blöd. Ein bisschen, dass da Pilze sind. Ja. Die Bäume, die hier alle sind, die sind alle künstlich hingepackt worden. Die habe ich alle dahin gepackt. Wie bei den Bäumen hier auch. Die sind hier gar nicht ursprünglich. Die kommen da oben her. Von da irgendwo da oben. Ich hatte gerade keine gute Sicht hin. Da. Da oben. Ja, ich kriege das nicht gut hin. Da oben kommen die eigentlich her. Jetzt gehen wir mal zu meinem Schlafplatz, wo ich eigentlich lebe. Ja. Hier ist eine Biene. Die nennen wir jetzt mal Biene. Bienchen. Die Biene ist ja vor der Aufnahme irgendwie reingekommen, habe ich gesehen. Ja. Das hier sind zurzeit meine
Ressourcen, die ich besitze. Ein paar Ressourcen sind hier drin. Ja, hier werfe ich mal die ganzen Sachen mal rein. Ja, ich baue diese Blöcke halt nicht ab, weil ich lieber mit Glücks, in der Glückpickaxe schlagen möchte. Bei den Diamanten. Apropos. Ich kann doch mehr Dings machen. Ich mache mir kurz mal hier Verzauberungstisch. Habe ich ein Buch noch? Leder habe ich. Wo ist aber mein Zuckerrohr? Mein Zuckerrohr existiert gar nicht. Warum habe ich kein Zuckerrohr? Wo ist mein Obsidian? Hier, man glaubt man braucht vier, oder? Drei, vier, ja, vier braucht man. So. Ah ne, ich brauche ja noch ein Buch. Ja. Ich habe Papier gefunden. Papier habe ich nicht gefunden. Papier habe ich aber auch gefunden, wo ich hier hingeschwommen bin. Ich kann jetzt hier verzaubern. Ich finde es schade, dass man Scheren nicht verzaubern kann. Das ist gut, dass ich jetzt verzaubern kann. Ich muss aber dafür ein bisschen mehr Zuckerrohr farmen. Ein bisschen mehr Leder. Das mache ich aber laufende Tagen, Wochen. Papier. Ich brauche die Biene aber. Die Biene muss raus aus meinem Boot. Ja, ich werde in den nächsten Tagen Papier farmen, Zuckerrohr farmen für Papier und einen Verzauberungsraum muss ich mir erstellen noch. Dann weiß ich noch nicht. Aber da sage ich zu diesem Punkt mal.